Tada! Es ist Freitagabend, das bedeutet Wochenende. Das Wetter ist fein, es gibt genug zu tun. Und für die Mütter heißt es natürlich auch, ole ole, sie leben hoch. Grund zu feiern, genau. Denn am Sonntag ist Muttertag. Und meine liebe Kollegin, die Lydia, hat sich auf die Suche nach den besten Geschenken gemacht. Nicht nur das, sie hat auch dem Zoo in Heidelberg einen Besuch abgestattet. Und was das so los war, das sehen Sie gleich. Außerdem gibt es Sexismuskritik auf der Maimesse in Mannheim. Wir gehen dem Thema näher auf die Spur. Und erfreuliche Neuigkeiten bei den Tafeln im Südwesten. Die haben heute vielleicht einen kleinen Grund zur Freude. Und welcher das ist, das verraten wir Ihnen heute. Und besonders freue ich mich auf den Sport, denn da geht's zum Mindgolf. Und was das ist, das hat unsere Kollegin Michelle mal ausprobiert. Viel Spaß. Zwei Jahre lang konnte die Maimesse in Mannheim nicht stattfinden, Corona-bedingt. Jetzt heißt es also wieder Autoscooter, Zuckerwatte und. Sehr zur Freude natürlich von den Besuchern, aber auch zur Freude der Schausteller, denn die hatten unter der Corona-Pandemie enorm gelitten. Jetzt allerdings steht das nächste Problem ins Haus, denn es gibt den Vorwurf von sexistischen Abbildungen auf den Buden mancher Schausteller. Eine zurechtgeführte Debatte, sagen die einen, ja, aber eine, die zum falschen Zeitpunkt kommt, ungefähr die anderen. Felix Balz mit den Einzelheiten. Leicht bekleidete Frauen in erotischen Posen. Bilder wie diese zieren schon seit Jahren die Buden auf der Mannheimer Maimesse. Doch jetzt nimmt eine Debatte genau dazu Fahrt auf. Sind die Abbildungen harmlos oder doch sexistisch? Die Meinung hier in Mannheim gespalten. Also ich meine, das ist ja irgendwo vom Artstyle her hat es ja irgendwie eine Art Tradition, würde ich mal annehmen. Aber ich glaube generell ist es jetzt vielleicht nicht so geil, die Darstellung, die gewählt wird. Also ich kenne das eigentlich immer so, war mir jetzt nie so ein wichtiges Thema. Ehrlich gesagt ist ja bei, weiß nicht, Mangas, Animes und so auch so. Trifft mich jetzt persönlich nicht besonders. Ich finde es nicht schön. Also ich weiß nicht, warum man das macht. Ich glaube, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt ja auch andere Motive, die man da draufpacken könnte. Nach Mannheim einmal über den Neckar rüber geschwappt, ist das Thema aus Stuttgart. Denn auch dort auf dem Frühlingsfest sind solche Bilder an den Buden zu sehen. Susanne Eichel versteht die Aufregung nicht. Für die Schaustellerin ist das Folklore und daher ganz bewusst gewählt. Klar will man sich abheben. Ich wollte halt etwas anderes haben, ein bisschen was Lustiges, Karikatives. Und habe mir da auch wirklich nichts dabei gedacht, weil ich bin ja eine Frau. Und ich sehe da nichts Anstößiges. Ähnliche Meinung, andere Stadt. In Mannheim macht sich der Schaustellerverband Sorgen. Sollten die Buden tatsächlich neu bemalt werden müssen, könnte das schnell mehrere tausend Euro kosten. Dann müssten natürlich die Kollegen reagieren, aber das wird für einige sehr schwierig, finanziell gesehen. Wir haben es gerade gehabt, zwei Jahre Corona, keine Einnahmen und dann wird es schon kompliziert. Für die Grünen in der Quadratestadt ist jedoch klar, die Abbildungen sollen verschwinden. Denn diese überspitzten Bilder haben nichts mit Frauenkörpern zu tun, die haben einfach nur mit Porno zu tun für mich. Und das ist also auch, wenn Kinder auf der Messe sind, finde ich das grenzwertig. Schausteller Mario Pandl sieht das anders. Denn bei ihm gehört die Dame im weißen Kleid schon seit 20 Jahren einfach dazu. Und was uns immer erfreut hat, die Leute stellen sich nebendran, machen Fotos, ob es jetzt Männer oder Frauen sind. So fragen dann, dürfen wir da mal ein Foto machen? So, und deswegen haben wir es auch nie wegmachen lassen. Ob diese Motive auch in Zukunft noch geknipst werden können, bleibt abzuwarten. Bei der diesjährigen Maimesse auf jeden Fall noch bis zum letzten Messetag am Sonntag. Sonntag. Wer steht denn da noch mal im Fokus? Ach ja, die Mütter. Muttertag steht an. Naja gut, die einen, die kreuzen sich das auch fett im Kalender an. Die anderen sagen vielleicht, naja gut, von der Industrie gepusht. Das ignoriere ich mal wieder. So oder so, Mütter sind doch ohnehin die Besten. Also meine jedenfalls. Meistens. Die sollte man jeden Tag im Jahr hochleben lassen, aber vielleicht dann an Muttertag dann nochmal umso mehr. Und da gibt es genug Möglichkeiten, beispielsweise in Heidelberg. Lydia Gleich hat sich auf die Socken gemacht. Mama ist die Beste. Findet nicht nur er hier, aber dazu gleich mehr, sondern auch die Floristen. Denn Muttertag gilt als der umsatzstärkste Tag im Jahr. Blumen sind nach wie vor das Muttertagsgeschenk Nummer 1.
Hier in der Blumenecke Binzer riecht es schon ganz wunderbar frisch und blumig. Hier ist alles für den Muttertag vorbereitet. Karin Binzer, Sie sind Geschäftsführerin der Blumenecke Binzer und Sie zeigen uns jetzt einmal und vor allem den Zuschauern da draußen, wie man denn einen schönen Blumenstrauß bindet. Ja, sehr gerne, mache ich gerne. Von Pfingstrosen über Margariten bis hin zu Orchideen gibt es in dem kleinen Heidelberger Betrieb eine große Auswahl an muttertagstauglichen Blumen. Nach einem kurzen Rundgang haben wir uns für unseren Strauß aber für den Klassiker entschieden. Rosen. Diese werden mit Hirtentäschchen und Hortensien aufgehübscht, um etwas mehr Farbe und Volumen in den Strauß zu bringen. Wichtig ist, dass man es immer spiralmäßig legt und natürlich wollen wir auch, dass die Blumen gut halten. Deswegen machen wir immer die Stiele, befreien wir von den Blättern und von den Dornen. Schließlich soll Mutter einen ja auch danach noch mögen. Wichtige Tipps: den Strauß beim Zusammenfügen stets drehen, die Stiele auf dieselbe Länge bringen und am besten mit einer Rebschere schräg abschneiden. So können sie weiterhin Wasser aufnehmen. Zum Binden des Straußes braucht es nur noch etwas Bast- und Geschenkpapier. Et voilà! Aber Mütter freuen sich nicht nur über Blumen und über Selbstgemachtes, sondern natürlich auch immer über Zeit mit den Kindern. Wie wäre es also mit einem Ausflug in den Zoo? Mit dem selbstgemachten Rosenstrauß machen wir uns auf den Weg. Der Zoo Heidelberg ist ein perfektes Ausflugsziel für einen schönen Mutter-Kind-Sonntag. Hier verschenken wir auch unsere Rosen an die Mütter der Ronn-Region. Ich würde Ihnen gerne vorläufig zum Muttertag eine Rose schenken. Bitte schön. Über was würden Sie sich denn sonst noch zum Muttertag freuen? Ach, ich würde gerne mal so einen Wellness-Tag machen. Also Muttertag ist eigentlich das ganze Jahr. Wenn man das ganze Jahr die Mutter nicht ehrt, braucht man Muttertag auch keine Blumen schenken. Wo sie recht hat, hat sie recht. Über Geschenke freut man sich aber trotzdem immer. Wir sind natürlich nicht nur in den Heidelberger Zoo gekommen, um Rosen zu verteilen. Hier wartet auch noch eine ganz besondere Überraschung auf uns. Mütter gibt es natürlich nicht nur unter uns Menschen, sondern auch im Tierreich. Hier im Heidelberger Zoo gibt es eine frisch gebackene Mangabenmama namens Nika. Anke Jakob, Sie sind die Tierpflegerin hier im Affenrevier. Wie geht es denn der Mama? Der geht's gut, sehr gut sogar. Dem Baby geht's auch sehr gut. Die sind beide fit, freuen sich jetzt, dass das Wetter schön ist. Der kleine Mangabenjunge kam am Ostersonntag zur Welt und hat noch keinen Namen. Der Lieblingssnack der Primaten sind im Übrigen Äpfel. Weil Nika daher nichts mit einer Rose anfangen könnte, haben wir ihr ein verfrühtes Muttertagsleckerli mitgebracht. Alles dankend angenommen. Meine Rosen und natürlich auch die Äpfel sind verschenkt und damit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Alles Gute zum Muttertag von der ganzen Ronn-Redaktion. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Jawohl, einfach das ganze Wochenende genießen, aber Muttertag beispielsweise oder auch auf dem Weg dahin, wie wäre es beispielsweise mit einem Ausflug nach Landau auf den Maimarkt. Das ist so das erste größere Weinfest im Jahr in der Südpfalz und findet auch zum ersten Mal eigentlich seit der Pandemie wieder statt. Am Sonntag gibt es dann auch das gemeinsame Anstoßen mit dem Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Um 11.30 Uhr ist es dann soweit. Die Veranstalter freuen sich über jeden, der kommt. Besonders wichtig sei ihnen aber beim Feiern auf die Umwelt zu achten. Daher wollen die Veranstalter einiges dran setzen, ein Fest im Einklang mit der Natur auf die Beine zu stellen und das nicht nur durch gewohntes Papp statt Plastikgeschirr. Wir haben auch verschiedene Produkte, die vegan sind, die wir auch dahingehend gekennzeichnet haben. Was das jetzt, sehen wir hier im Hintergrund, die Popcorn-Verpackung, was wiederverwertbar ist, was dann im Anschluss, wenn es leer ist, entweder wieder befüllt werden kann oder als Sparkasse genutzt werden kann. Und wir produzieren das Popcorn selbst, wo dann dieses Popcornabfall oder was dann zu klein ist, was nicht in die Verpackung kommt, als Hühnerfutter zum Beispiel verwertet wird. Und dann bleiben wir auch noch kurz gedanklich in Landau. Da bittet die Polizei nämlich um ihre Mithilfe. Eine 15-Jährige wird vermisst und es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Also bitte Augen auf und wenn Sie etwas sehen, wenden Sie sich an die Polizei. Jetzt gibt es weitere Nachrichten aus der Metropolregion und die fassen Lara Pressler und Adriana Kaufmann zusammen. Schnelle Hilfe für Tafeln. Nachdem sich die Tafeln im Südwesten seit Wochen in einem Ausnahmezustand befinden, soll nun Unterstützung folgen. Das Sozialministerium will die Rolle des Vermittlers übernehmen und unbürokratisch nach Lösungen suchen. Gespräche mit den Landesverbänden der Tafeln wurden bereits geführt. Weitere Gespräche zwischen den zuständigen Landesministerien und den Kommunen sollen folgen. Für die Tafeln auch dringend notwendig, denn die Anzahl der Bedürftigen hat sich während des Ukraine-Krieges nahezu verdoppelt. Mehr Eltern zu Hause.
Nach einer aktuellen Analyse der Barmer Krankenkasse haben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr Eltern Kinderkrankengeldtage beantragt als 2020. Insgesamt wurden von der Kasse im Pandemiejahr 2021 rund 47.000 Krankengeldtage bewilligt. 2020 waren es noch 19.000. Eine ähnliche Entwicklung nehmen auch die AOK und die Technikerkrankenkasse wahr. Mit dem Kinderkrankengeld sollen Eltern, die ihre Kinder aufgrund von einer Erkrankung oder Pandemie bedingt selbst betreuen müssen, entlastet werden. Angepasste Impfstrategie. Das Land Baden-Württemberg möchte mit einem neuen Terminvergabesystem im Herbst die Nachfrage nach Corona-Impfungen besser steuern. Über das neue Tool können Ärzte, Apotheker und Impfzentren ihre Termine einfacher eintragen. Mehrfachbuchungen sollen so verhindert werden. Es werde eine Warteliste geben, um so auch zu sehen, an welchen Orten mehr Impfkapazitäten benötigt werden. Buchungen sollen zudem auch ohne Computer möglich sein. Bislang keine Verfahren. Im Südwesten sind bisher noch keine Verstöße gegen die Impfpflicht im Gesundheitsbereich geahndet worden. Der Grund? Die Verfahren gegen die betroffenen Beschäftigten dauern noch an. Bußgelder werden deshalb noch keine fällig. Und diese müssen Betroffene so schnell auch nicht fürchten, wie mehrere Kommunen bestätigt haben. Seit Mitte März gilt die Impfpflicht für Beschäftigte in Heimen und Kliniken. Seitdem haben sich allein in Baden-Württemberg bis zu 10.000 Beschäftigte geweigert, einen Impfnachweis vorzuzeigen. Blicken wir auf das Sportgeschehen und da ist es wirklich das Ende einer Ära bei den Adler Mannheim. Denn Dennis Endras wird den Verein verlassen. Oh, Telefon klingelt, gehe ich jetzt nicht ran. Ist erstmal wichtiger, darüber zu informieren. 393 Spiele hat er nämlich in seinen 10 Jahren für den Verein absolviert und mit 49 erreichten Shutouts, also Spiele, bei denen er ununterbrochen auf dem Eis stand und dabei ohne Gegentor blieb, hält er auch den Rekord in dieser Kategorie. 2 Meisterschaften hat Endras in seiner Zeit mit den Adlern feiern können und nun zieht es ihn nach Augsburg zurück, weshalb er den Verein um eine Vertragsauflösung gebeten hat. Und jetzt gehen wir gedanklich ganz weit zurück. 1872, ja, 1872, das war ein besonderes Jahr, das wirkt auch irgendwie bis heute noch nach. Also beispielsweise wurde da das erste Patent für eine Achterbahn angemeldet. Das erste Fußball-Länderspiel fand statt und hier in der Region hat sich ein Ruderverein gegründet, der Heidelberger Ruderclub. 150 Jahre ist das mittlerweile her, damals unter dem Namen Deutscher Flaggenclub. Und der hat eben an diesem Wochenende großes Jubiläum. Da findet eben ein Fest statt. Es geht sowohl ums Rudern als eben auch ums Rugby. Morgen beispielsweise heißt es da, gemeinsam anfeuern die Teams der Frauen und der Herren. Als abendliches Highlight steht dann ein festlicher Ball auf dem Heidelberger Schloss an und das Bootstaufen am Sonntag, das bildet den krönenden Abschluss. Ein spannendes Wochenende also für den HRK, der auch in den kommenden Jahrzehnten im Rudern und Rugby Erfolge feiern will. Was den Verein so besonders macht, darüber hat Nathalie Kircher mit dem Präsidenten Michael Stittgen gesprochen. 150 Jahre Heidelberger Ruderclub, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und dieses Jubiläum soll ab heute mit einem 3-tägigen Fest gebührend gefeiert werden. Dr. Michael Stittgen, Sie sind Präsident des Vereins. Was erwartet denn die Gäste bei dem Fest und worauf freuen Sie sich denn besonders? Ja, wir haben ein umfassendes Festprogramm zusammengestellt. Für mich persönlich sind 2 Highlights zu nennen. Das eine ist das Finalspiel unserer Rugby-Frauenmannschaft am morgigen Tag. Und zwar geht es dort um die Deutsche Meisterschaft, also ein richtiges, tolles Event. Und dann natürlich der Festball auf dem Heidelberger Schloss morgen Abend. Wie gerade schon angesprochen, den HRK gibt es ja jetzt schon seit 150 Jahren. Was bedeutet denn dieses Jubiläum für Sie persönlich? Ja, also zum einen ist es eine Ehre für mich, den Verein gemeinsam mit dem Vorstand und allen ehrenamtlichen Unterstützern in die Zukunft führen zu dürfen. Zum anderen ist es aber auch sehr viel Arbeit, wie bei allen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir haben beispielsweise schon Beginn letzten Jahres mit den Vorbereitungen für unser Jubiläum begonnen. Mal noch zum Sport an sich. Neben Rudern ist ja auch Rugby einer der Pfeiler des Vereins. Beide nicht ganz so übliche Sportarten. Was macht für Sie denn den Reiz dieser beiden Sportarten aus? Ja, in beiden Sportarten ist es das Mannschaftsgefühl. Im Rudersport gibt es für mich nichts Schöneres, als früh morgens hier in einem gut laufenden Mannschaftsboot über den Neckar zu gleiten. Im Rugby-Sport sind als Besonderheiten zu nennen zum einen der Teamgeist, ja, wie in jeder Mannschaft, im Rugby aber insbesondere sehr wichtig. Dann die
Haltung auch, die die Sportler in dem Sport bringen. Sie werden beispielsweise keinen Rugby-Spieler finden, der mit einem Schiedsrichter diskutiert. Und ich möchte alle Zuschauer herzlich einladen, an diesem Wochenende sich unser Rugby-Spiel der Damen auf unserem Platz Habigweg anzuschauen und gerne auch Ende des Monats Mai zur Heidelberger Ruderregatta zu kommen, um dort gemeinsam Rennen zu beobachten und auch gemeinsam mit uns zu feiern. Wir werden die Festwiese aufbauen und laden alle Heidelberger herzlich dazu ein. Ja, Herr Stüttgen, danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Meine Güte, da ist ja richtig was geboten an diesem Wochenende. Was man auch noch machen kann, muss jetzt nicht an dem Wochenende sein, aber vielleicht dann in näherer Zukunft Mindgolf spielen. Möglicherweise machen Sie sich gerade das gleiche Fragezeichen, wie ich das hatte. Mindgolf, ist das ein Tippfehler und sollte eigentlich Minigolf heißen? Nein, ist artverwandt oder relativ ähnlich in gewisser Art und Weise, aber dann doch anders. Was ich meine, Michel Teuke klärt sie auf. Captain Jack Sparrow, Game of Thrones oder ein Gruselclown? Reporterin Michelle ist nicht etwa in einem Filmmuseum. Es handelt sich tatsächlich um eine ganz besondere Art des Minigolfs, Mindgolf. Da ich gar keine Ahnung habe, was mich hier heute erwartet, bekomme ich jetzt erstmal die Anweisungen vom Profi. Dennis Hühler kam auf die Idee, in Mannheim die erste Anlage dieser Art in der Region zu eröffnen. Doch bevor die beiden starten können, brauchst klar Schläger und Ball. Die sind übrigens genauso groß wie beim normalen Minigolf. Ich entscheide mich heute definitiv für den pinkfarbenen Schläger. Das ist genau meine Farbe und wer weiß, vielleicht bringt's mir ja auch Glück. Naja, abwarten. Bevor es losgeht, was gibt's denn zu beachten? Wir haben 18 Bahnen und man spielt auch immer 18 Bahnen. Der Vorteil ist, man spielt nicht von 1 bis 18, wie man es beim Minigolf kennt, sondern du spielst einfach 18 Bahnen und so kannst mit einem Armband hin und her düsen, zu welcher Bahn du jetzt gerade möchtest oder die du jetzt gerade interessant findest. Klingt zumindest mal nach weniger Stau an den Bahnen. Zum Armband gleich mehr. Zuerst heißt es Team wählen. Du suchst dir einen Teamnamen raus und dann kannst du ihn hier einmal eingeben, bitte. Ich würde sagen, wir sind heute das Team Ron. Klar, wie auch sonst. Den Namen eingeben und das Armband nicht vergessen. Denn damit lockt man sich an den Bahnen ein. Zettel und Stift sind nicht mehr nötig. Und auch das Rechnen gehört der Vergangenheit an. Nur noch eingeben, wie viele Schläge man gebraucht hat. In Michelles Fall zu Beginn 7. Und noch eins leider. Und mehr Versuche kann man auch gar nicht machen. Also schlechter geht's nicht. Je nach Schwierigkeitsgrad der Bahn rechnet der Computer die Anzahl der Schläge bis zum Loch in Punkte um. Jetzt werden hier einmal die Punkte zusammengezählt und dann gehen wir zur nächsten Bahn. Die Null bei mir lässt du raus, ne? Das bauen wir jetzt noch aus. Und durch die Regeln wird das einfacher, denn anders als beim Minigolf dürfen Spieler beim Mindgolf die Bahnen betreten. Komische Verrenkungen, um den Ball am besten schlagen zu können, sind hier also Geschichte. Alleine die Kulisse bietet Reporterin Michelle genug Spaß und Unterhaltung. Aber der Clown hier, der macht mir schon ein bisschen Angst. Den finde ich ein bisschen gruselig. Aber vielleicht braucht sie genau diesen Nervenkitzel, denn nachdem Dennis vorgelegt hat, will Michelle dieses Kunststück nachmachen. Auch wenn noch ein zweiter Schlag nötig war. Es wird immer besser. Ja, Pink bringt dir Glück. Aber nur Glück allein reicht nicht aus. Auch Köpfchen ist gefragt, Mindgolf eben. Denn als erstes sollte man wissen, wo man hinschlagen muss. Denn Ziel ist nicht gleich Weg. Michelle geht auf die Suche. Ziel erkannt, Weg gefunden, läuft. Zumindest für kurze Zeit. Und man merkt schon, warum Initiator Dennis so sehr am Mindgolf hängt. Ich wollte einfach was komplett Neues in Deutschland. Und vor allem, da wir ja genug Schwarzlicht-Minigolfbahnen haben, wollte ich einfach mal was anderes. Und bei diesen ganzen Themen ist es einfach viel interessanter. Und man fühlt sich halt wie früher als kleines Kind teilweise. Richtige Kinder haben hier natürlich auch einen kleinen Bonus. Bis 14 Jahre kostet das Erlebnis 8,90 Euro. Kindgebliebene zahlen für die bunte Mischung aus Themen und Schwierigkeitsgraden 10,90 Euro. Die Preise sind also ähnlich wie beim Schwarzlicht-Minigolf. Und auch wenn es für unsere Reporterin Michelle am Ende nicht ganz gereicht hat und sie sich dem Profi geschlagen geben musste, war es dennoch ein gelungener Tag. Die Bahnen zu betreten und mitten im Geschehen zu sein, macht das Spiel mit der besonderen Kulisse außergewöhnlich. Mein absolutes Highlight ist wirklich dieses Armband hier, das ich nicht mehr rechnen muss. Und mit diesem Gedanken ist Michelle sicherlich nicht die Einzige. Ja,
So ein Lachen kriegt man dann irgendwie auch momentan, wenn man auf die Inflationsrate schaut. Wir blicken gleich auf Löhne, die sich daran anpassen, nach der Werbung. Da sind wir zurück bei Ron und vermutlich spürt das jeder nach und nach. Die Preise klettern nach oben, die Inflation macht sich bemerkbar. Da wäre es doch irgendwie toll, wenn die Löhne auch steigen, wenn sie das am besten automatisch täten. In Belgien und Luxemburg gibt es das zum Teil tatsächlich. Da passen sich die Gehälter automatisch der Inflation an. Wie das funktioniert, das zeigen Ihnen Pavis Kosravi und Thees Jagels. Justin und Corinna leben mit ihren drei Kindern in Belgien. Als Automechatroniker bekommt Justin, wie alle Arbeitnehmer hier, den sogenannten Indexlohn. Also bei uns in Belgien variiert das natürlich immer, wie die Preise im Moment am Steigen sind oder wie sie auch nicht am Steigen sind. Dementsprechend wird das halt immer variabel angepasst. Bedeutet, bei steigenden Preisen steigt auch sein Gehalt. Jedes halbe Jahr oder so wird das überprüft, ob die Löhne in Ordnung sind. Corinna hingegen ist im nicht weit entfernten Aachen angestellt. Ihre letzte Lohnerhöhung ist 6 Jahre her. Ich würde mir auch für Deutschland einen Indexlohn auf jeden Fall wünschen. Das ist, finde ich, für den Arbeitnehmer besser, weil man einfach nicht darauf angewiesen ist, ob der Arbeitgeber die Gehaltserhöhung genehmigt oder nicht. Ein Wunsch, den viele Arbeitnehmer in Deutschland teilen. Durch den Krieg ist ja auch vieles gestiegen von den Preisen her, deswegen fände ich schon gut. Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Fände ich angepasst, ja, mit einer steigenden Inflation. Denn die lag zwischen März 2021 und März diesen Jahres bei 4,4%. Würde die durch einen Lohnindex ausgeglichen, würde das bei einem monatlichen Bruttolohn von 3.000 Euro eine automatische Lohnerhöhung auf insgesamt 3.132 Euro bedeuten. Ein Vorteil der Lohnindexierung liegt sicher darin, dass eben die Kaufkraft der Beschäftigten gesichert wird auf automatischem Wege. Doch für Arbeitgeber wie Bruno Radermacher, der in Belgien gesetzlich zur Zahlung der Indexlöhne verpflichtet ist, bedeutet das Modell vor allem eins, eine Lohnpreisspirale. Wenn ich an den Indexanpassungen von diesem Jahr denke, geht es mir äußerst schlecht, weil das müssen wir ja natürlich den Kunden weiter mitgeben. Werden die Aufträge weniger reinkommen und es gefährdet automatisch die Arbeitsplätze. Auch deshalb sind Gewerkschaftler wie Norbert Reuter von Verdi gegen die Einführung der automatischen Lohnerhöhung bei uns in Deutschland. Wir hatten in der Vergangenheit Lohnsteigerungen von 2,4%, wo die Preissteigerung im Durchschnitt nur 1,5% war. Das heißt also, in der Vergangenheit haben wir deutlich mehr als die Preisentwicklung durchgesetzt. Für uns ist das Konzept von Indexlöhnen einfach zu starr. Wir müssen einfach viel mehr Verhandlungsspielraum haben. Beschäftigte, die sich allerdings nicht in Gewerkschaften organisieren und Niedriglöhner, die ohnehin am stärksten unter der Inflation leiden, könnten vom Lohnindex profitieren. So wie Automechatroniker Justin in Belgien. Ich bin bis jetzt mit meinem Lohn sehr zufrieden, ja. Für seine Partnerin Corinna hofft er deshalb nun auf die Einführung des Indexlohns auch bei uns in Deutschland. Weg von den Gehältern, jetzt kommen wir zum Wetter. Hier sind die Aussichten. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. Zum Start ins Wochenende können wir uns über super Wetter freuen. Dabei geht es häufig schon mit viel Blau am Himmel los. Zum Mittag machen sich dann deutlich mehr Wolken auf den Weg. Die Sonne wird dadurch zum Glück nur wenig eingeschränkt und verspricht bis zu 11 Sonnenstunden. Dazu wird es erneut frühlingshaft warm. Im Odenwald erreichen die Höchstwerte bis 20 Grad. Im Rhein-Neckar-Dreieck sind meist 22 bis 23 Grad möglich. Passend zum Muttertag hält sich das tolle Wetter. Wir können uns auf viel Sonne einstellen. Das Ganze bei weiterhin warmen 21 bis 23 Grad. In der neuen Woche geht es vor allem am Montag mit viel Sonne weiter. Dazu erreicht uns sommerliche Wärme. Die 25-Grad-Marke wird geknackt. Seriös, fair, freundlich. Wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Am Ende der Sendung wird es jetzt nochmal wichtig, Sie haben es vielleicht auch gerade mitgekriegt, das Telefon klingelt. Das war ein sehr aufmerksamer Ron-Zuschauer, der gesagt hatte, bei der Meldung in Sachen des vermissten Mädchens, naja, das sind ja relativ wenige Beschreibungen. Wir haben ja gesagt, 15 Jahre ist sie alt und sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wir haben uns entschieden, wir sagen das auf jeden Fall, denn lieber einmal zu viel Hinweise oder beziehungsweise einmal einen Hinweis gegeben,
einmal mehr als einmal weniger. Aber die Polizei hat mittlerweile auch schon reagiert, Tine. Sie hat nämlich noch weitere Merkmale. Ganz genau, ja. Wir haben ein Foto von Stefanie, heißt sie. Sie hat schwarze, braune, schulterlange Haare. Sie hat ein Tattoo, einen Smiley am Knöchel, falls Ihnen da was auffällt. Und sie gilt, wie gesagt, seit Mittwoch vermisst. Und helfen Sie mit, halten Sie die Augen auf, wenn Sie dieses Mädchen sehen, dann melden Sie sich bei der Polizei. Sie könnte sich nämlich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es. Wir wünschen Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende und dass Sie uns dann natürlich auch am Montag wieder einschalten. 18 Uhr hier bei Ron. Das war's. Alles Gute. Und einen schönen Muttertag. Schönen Muttertag, selbstverständlich. Tschüss.